Okay, schön, dass ihr alle gekommen seid zum Vortrag. Hört euch das einfach an. Ihr müsst nicht großartig irgendwas mitschreiben. Es gibt nachher die Sachen eben halt generell zum Download. Also einfach nur mal ein bisschen ein paar Sachen aufnehmen zu Joomla und Bootstrap 4. Ja, das bin ich. Hi, komm, setz dich. So, ich bin verheiratet, habe eine tolle Tochter, bin Joomla-Fanboy, ich mag gerne sehr, sehr schnelle Webseiten und ich bin Kraftmensch. Also, das heißt, ich mache sozusagen, ich versuche Intellekt und Körper so ein bisschen zusammenzuführen auf einem hohen Niveau. Jetzt fragt man sich eben halt natürlich, warum Bootstrap 4 und Joomla? Warum habe ich das gemacht? Und zwar, das ist einfach Version 3 von Bootstrap. Wenn man dann eben halt mal guckt, so, da sind dann eben halt sehr, sehr viele Sachen drin. Gerade jetzt hier für Internet Explorer. Und das ist eben halt genau der gleiche Code für Bootstrap 4. Das ist einfach schlanker, schöner, weniger. Ja, Müll drin. Und das hat mir dann schon eben halt sehr zugesagt. Einfach ein kurzer Vergleich eben halt. Und dann sieht man dann eben halt auch, die neuere Version ist einfach strukturierter, was dann da eben halt natürlich auch das Warten eben halt angenehmer macht, als wenn man einen so einen aufgeblähten Wasserkopf hat. Und das hat mir natürlich am meisten Spaß gemacht. Und zwar natürlich hier die alten Internet Explorer loszuwerden, die eben halt auch sehr viel dafür verantwortlich waren, dass der alte Code eben halt extrem lang und unübersichtlich war. Und ich habe gegen diesen Browser eine über die doch mittlerweile Jahrzehnte eben halt auch eine gewisse leidenschaftliche Abneigung entwickelt, obwohl ich auch immer noch Seiten für den Internet Explorer 6 zum Funktionieren bringen kann. Aber die Leute müssen dann Schmerzensgeld zahlen. Also, und jeder, der das mal gemacht hat, der weiß auch warum. Hauptunterschiede vom Bootstrap 2, 3 zu 4, dass die eben halt die alten ganzen Internet Explorers und ältere Mac-Systeme weggelassen wurden. Die werden eben halt nicht mehr standardmäßig unterstützt. Es gibt eben halt Codebibliotheken, die das nachemulieren, aber standardmäßig sind die eben halt nicht mehr mit drin. Keine Icon-Fonts mehr. Und alles, was man so kennt, so Panels, Thumbnails, Wells, das sind jetzt alles durch Cards ersetzt worden. Less gibt es so nicht mehr, sondern ist eben halt alles durch SAS ersetzt worden. Und das ist eben halt auch etwas, was mir zusagt, weil ich eben halt sehr, sehr gerne mit SAS arbeite. Und die Einheit Pixel sind eben halt zu REM verändert worden. Finde ich auch besser. Es gibt Puristen, die sagen dann eben halt, ah, Pixel ist so toll und so weiter, aber ich finde, gerade von der Verhältnismäßigkeit auf verschiedenen Screens, finde ich mit REM leichter ein besseres Ergebnis zu erzeugen. Und neu, es gibt jetzt eben halt globale An- und Ausschalter. Ich sag mal ganz einfaches Beispiel, früher gab es dann eben halt hier diese gerundeten Ecke, Border Radius. Und natürlich konnte man den überall auf 0 setzen. Aber jetzt kannst du dann eben halt einfach mit Border Radius True oder Fails fertig. So, das finde ich sehr angenehm. Ganz kurze Zwischenfrage, was ist REM? REM ist sozusagen ein. Einfach eine Eine Maßeinheit. Größeneinheit wie Pixel, aber in Relation zum Bildschirm. Ja? Und deswegen, das sorgt einfacher dafür, dass es auf jedem Screen gut aussieht. Also egal, ob das dann eben halt ein Handheld-Device ist oder ein Beamer oder was auch immer. Ja? Also ein bisschen einfacher. Was eben halt das Schöne ist, die Struktur ist klarer und ich finde,
Der Fokus ist dort eben halt mehr auf das Wesentliche gesetzt worden, was das eben halt auch einfach macht. Weniger JavaScript und dafür ist dann eben halt mehr CSS und HTML5 drin. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum die alten Internet Explorer und so weiter fallen gelassen worden sind, weil da musstest du eben halt immer massiv mit JavaScript eben halt nachbessern, nacharbeiten. Ja, immer noch Bootstrap 4 Alpha. Ich habe gerade mitgekommen, verdammt, nee, ist ja schon die Beta draußen. Macht sich jetzt allerdings nicht so großartig bemerkbar und ich sage euch dann eben halt, wie ihr das auch in den Projekten dementsprechend auch leicht umsetzen könnt. Also ohne dass euch das dann leicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist einfach alles das, was bleibt. Ihr könnt das dann eben halt auch, also das lese ich jetzt nicht vor, also das könnt ihr dann eben halt auch bei den Download-Geschichten nachsehen. Dann gibt es ein paar Sachen, was ich schon gesagt habe, was wegfällt. Glyph-Icons und so weiter und so weiter. Welts, Thumbnails, alles weg. Und dann gibt es ein paar Sachen, die neu sind. Also grundsätzlich habe ich die gleiche Funktion. Es heißt teilweise etwas anders. Ja? Unter der Prämisse, dass es eben halt alles ein bisschen komprimierter, ein bisschen schlanker wurde. Übersicht, das ist für die Leute dann interessant, höchstens die sich das dann eben halt runterladen. Und gerade wenn ihr, sag ich mal, ältere Templates dann eben halt auf Bootstrap 4 übersetzen wollt, dann ist das eben halt mal eine schnelle Hilfe. Okay, gibt es keine Entsprechung oder wenn ich das machen will, muss ich mir das anlesen. Cards. Ja. Für alle Lebenslagen. Viele Geschichten sind durch Cards eben halt ersetzt worden. Und ihr wisst ja, dass ich selber immer ein bisschen komische Sachen mache. Deswegen konnte ich mir das jetzt einfach nicht entnehmen lassen. Kannst du einmal weitergeben, ne? Also, ich dachte jetzt, bei so einer Business-Veranstaltung kann man durchaus mal seine Karten weitergeben, ne? Und pun intended. Und ein Card ist es eben halt eine Darstellungsform. Grundsätzlich, das ist alles nicht neu. Ja, also das ist das, was ihr schon gesehen habt. Durch Cards könnt ihr Sachen strukturieren. Ja, gibt es dann tausend verschiedene Sachen, die ihr damit machen könnt, mit dem Spacing. Das ist alles auch bekannt aus den vorherigen Versionen. Hat aber den negativen, ja, wie soll ich sagen, ein paar positive Sachen. Ihr könnt leichter und schöner damit designen. Und naja, es funktioniert leider nicht ganz out of the box. Also ihr müsst dann schon ein bisschen was vom Templaten und den Overrides eben halt verstehen. Solche Geschichten, die eignen sich dann eben halt sehr, sehr gut für Blockviews. Okay, könnt dann auch mehr so Größenanordnungen machen. Bei der Alpha funktionierte das noch nicht unbedingt immer in allem so super. Aktuelles Beispiel, also wir setzen Bootstrap 4 bei unserer eigenen Website schon seit über 2 Jahren ein. Warum ist das clever, kann ich nicht unbedingt sagen. Mich hat es einfach gereizt und ich wollte nicht zu dieser Codebasis, die ich nicht so mag, die neue Seite aufsetzen. Da habe ich gesagt, so, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich muss sagen, dass ich das auch nicht bereut habe. Also ich finde es schöner und netter. Hier seht ihr dann eben halt auch einmal, das ist jetzt eben halt eine Darstellungsform für eine Card einfach. Relativ schlicht gehalten bei mir. Ich wollte nicht so viel Gedöns haben. Und das Ganze ist dann eben halt eine Card Group oder wie das dann eben halt angeordnet wird. Es ist nichts Neues, es ist nur, dass ihr diese Begriffe kennt, wenn es eben halt um Bootstrap 4 geht, dass ihr wisst, ah, okay, das ist das Gleiche, was vorher sozusagen anders hieß. Und den ganzen Frontpage-Content, der ist auch als Card organisiert. Und dann geht es eben halt also auch schon genau auch eben halt Card.
Was braucht ihr eben halt, wenn ihr damit arbeiten wollt? Ihr braucht eben halt einen funktionierenden Development Server, braucht eben halt eine Entwicklungsumgebung, wäre eben halt Vorteil. Ich bin ein großer Fan von PHP Storm. Und ihr solltet einen SAS-Compiler haben, der funktioniert. Also was auch immer ihr damit nutzt. Also ob das jetzt CodeKit ist oder GhostLab 3, was ich zum Testen halt auch nochmal sehr empfehlen kann. Kennt einer von euch GhostLab 3? Ne? Okay, GhostLab 3 ist eine Art Mini-Server, der sich dazwischen hängt, zwischen Entwicklungsserver und Ausgabe in dem Browser. Und dafür sorgt, dass es synchronisiert über mehrere Devices ihr die Seite testen könnt. Das heißt, ihr klickt im normalen Desktop, klickt ihr auf Kontakt und die gleiche Klickaktion wird dann eben halt auch auf dem Mobiltelefon, auf dem Tablet gleichzeitig durchgeführt. Und so könnt ihr dann eben halt sehr, sehr schnell über Multiple Devices etwas testen. Source Labs meinst du? Nee, Ghost. Wie Buh. Okay. Ja? How do you do the pressing thing? When you are using mobile phone, then you press. You press a couple of seconds. How do you do it with GhostLab? It's the same thing. So if I'm also taking the mobile browser from the smartphone. The click is also transmitted back via the GhostLab server and transferred again to all devices that are connected to that GhostLab server. So it's very neat. And in the 3 version that just came out 2 months ago, there's also a SAS compiler included. Some knowledge of GitHub would be nice. So, what is SAS? Sorry, ich bin gerade ins Englische gewechselt, habe ich gar nicht gemerkt, sorry. Peter ist schuld. Peter ist schuld. okay. Ihr habt die Möglichkeit, mit verschiedenen SCSS-Dateien, also SAS-Dateien, einen regulären Stylesheet zu erzeugen. Und das Schöne ist, ihr könnt euch das von der Struktur schön aufbauen, dass ihr immer eine SAS-Datei habt, die nur für eins zuständig ist. Das macht das Warten eben halt einfach, als wenn ihr dann irgendwie so eine ellenlange Datei habt. Und ihr habt dann eben halt eine Datei, die alles zusammenfasst. Die wird eben halt interpretiert und daraus wird dann ein neuer Stylesheet generiert. Das Schöne ist, ihr habt Sachen, die ihr eben halt in den normalen Stylesheets eben halt nicht habt, könnt ihr dann verwenden. Zum Beispiel könnt ihr Variablen für Farben setzen. So, und diese könnt ihr dann eben halt überall referenzieren und dann könnt ihr dann eben halt, keine Ahnung, die Primary Color ändern und dann ist eben die Hauptfarbe überall dementsprechend angepasst. Also das macht das dann eben halt schön. Mhm. Was geil ist bei SAS, ihr könnt eben halt auch sagen, fass mir die ganzen Dateien eben halt weiter zusammen, dass die eben halt minifiziert werden. Und das ist dann eben halt wirklich sehr, sehr schick. Und es gibt so eine Art Semi-Funktion, das nennt sich dann Mixins, die nehmen dann zum Beispiel gewisse Aufgaben ab, zum Beispiel browserrelevante Prefixes zu erzeugen. Na, da, wo es nötig ist. Da müsst ihr euch dann eben halt nicht mehr drum kümmern. Oder ihr nutzt das aber, um selber damit eben halt Mini-Funktionalitäten für Stylesheets bereitzustellen. Das ist eben halt, was ihr da seht, das ist CodeKit. Und da habe ich die Möglichkeit, dann eben halt hier auch so ein paar Sachen einzustellen. Output Style Compress, da könnt ihr dann eben halt Debug Info None, das ist dann eben halt möglichst kurz und knackig. Wenn ihr dann irgendwas nachgucken wollt, weil irgendwas nicht passt, dann könnt ihr dann eben halt dementsprechend auch ausgeben, dass da eben halt steht, welche Datei dafür zuständig war und so weiter und so weiter. Also das ist ganz, ganz nett und das funktioniert eben halt auch relativ schnell. Also dazu muss man sagen, dass das Kompilieren, also mit CodeKit oder GhostLab, ja. Sie sagten, Sie sind von PHP, warum lassen Sie das nicht von FireWire kompilieren? Weil
ich damit eben halt so arbeite. Also es hat sich so ergeben, es ist für mich bequem. Und das Schöne ist, ich speichere es ab, die Firewatcher sehen das sozusagen und dann wird das automatisch gleich generiert. Ich glaube, PHP Storm kann das mittlerweile auch, ne? No, but you can. Oh yes, it's transcription. You can do it, but you could also use Grunt or Go. Yes. Also es gibt verschiedene Tools, die gleiche Aufgaben machen. Ne? Das sind nur zwei, die ich eben halt mit nutze, deswegen. Was ihr da eben halt habt, da habt ihr eben halt die Hauptdatei und die lädt eben halt alle Unterdateien, die dann eben halt daraufhin zusammengefasst werden. Okay, einfach Source runterladen oder ihr klont euch eben halt das Repository von Git oder benutzt eben halt einen Package Manager. Das sollte soweit generell erstmal bekannt sein. Ich habe einen Template-Ordner und da habe ich eben halt die verschiedenen Ordner drin mit den verschiedenen Templates. Ja, also BS4 Deveso, also Bootstrap 4 Deveso, weil das eben halt meine Firma ist, habe ich das so genannt und von dort eben halt weitergearbeitet. Dann, was für mich eben halt ganz bequem war, da habe ich eben halt einen Ordner. Das ist jetzt meine Struktur, mein Workflow. Ihr müsst es nicht genauso machen. Der heißt Assets. Und da sind eben halt die ganzen Sachen drin, also dieser Hauptstyle-Sheet, also SCSS-File, mit dem ich mir sozusagen alles klaue. Aber genau, der sieht dann eben halt so aus. Hier oben mittlerweile nicht Alpha, sondern steht ja jetzt mittlerweile Beta drin. Ne? Da hole ich mir eben halt den Bootstrap-Ordner. Und jetzt habe ich eben halt gesehen, oh verdammt, ich habe total verschlafen, ist ja die Beta draußen. Und dann habe ich mir eben halt einfach den neuen Beta-Ordner geholt, habe den dort in Assets mit reingeschmissen und habe dann einfach hier den Ordnerpfad angepasst. Und das war's fast schon. Ne? Migration auf Beta lief dann eben halt relativ schmerzfrei. Dann, ja. Wie lange hast du ungefähr gebraucht für die Migration nach Beta, von Alpha nach Beta? Insgesamt. Das habe ich während des Vortrags von David gemacht und ungefähr 10 Minuten. Und die 10 Minuten, die habe ich gebraucht, weil ein paar Sachen geändert worden sind. Da komme ich aber nochmal ganz zum Schluss des Auftrags, also Vortrags. Also Auftrag. Dazu, ja. Und in Assets habe ich eben halt auch, weil ich ein paar eigene Sachen mitgenutzt habe, Font Awesome und so weiter. Und da habe ich eben halt meine eigenen sozusagen Source-Ordner mit reingesetzt. Und wenn ich dann irgendwie eine andere Ausgabe haben will von Font Awesome, dann kann ich das relativ einfach austauschen. Das war eben halt der Grundgedanke eben halt. Ne? Also gerade wenn dann irgendwelche Versionswechsel stattfinden, dann könnt ihr dann da so relativ schnell innerhalb meines Projektes hin und her springen und gucken, okay, ist das jetzt wirklich genauso, wie es in der alten Version war? Muss ich noch was anderes anpassen? Und da wird das eben halt reingeladen. Da SCSS, das ist eigentlich der Ordner, der für uns eben halt interessant ist. Also innerhalb des Bootstrap 4, wie auch immer, Ordners, das dann irgendwann sein wird, dann interessiert euch eigentlich meistens der SCSS-Ordner nur und der Rest eigentlich mehr oder weniger. Nicht ganz so. Warum habe ich den Rest nicht bereinigt? Weil ich eine faule Socke bin. So. Und deswegen spielt das nämlich auch gar keine Rolle. Also das ist jetzt irgendwie die 2 MB, die dann eben halt in der Entwicklungsumgebung mehr geladen werden. Wirken sich nicht auf das Endresultat aus, weil das produziert ja eh nur eine CSS-Datei, die auch noch eben halt schön komprimiert ist. Also insofern habe ich einfach festgestellt, es macht einfach zu viel Arbeit, das ganz klassisch zu bereinigen.
und irgendwie ein halbes Megabyte auf dem Server, das sollte euch dann nicht irgendwo zum Absturz bringen. Dann habt ihr vielleicht die Ressourcen ein bisschen zu knapp kalkuliert. Das ist einfach jetzt in der Bootstrap CSS, lädt Bootstrap selber seine ganzen Komponenten nach, die für alles Mögliche eben halt zuständig sind. Was haben wir dann? Typo, Bilder, Code, Grid-Darstellungen. Ne? Wenn ihr jetzt sagen könnt, ich brauche das nicht, also Typo ist sowieso nicht interessant oder sowas, oder Grid brauche ich nicht oder sowas, dann kommentiert ihr das einfach aus. Und dann wird dieser Stylesheet eben halt auch nicht mit verwendet. Das heißt, ihr könnt damit eben halt auch, wenn ihr dann partout das Letzte rauskitzeln wollt, eben halt auch eine ganze Menge zusammendampfen. Macht das unbedingt Sinn bei allen Sachen? Nein. Also ist, wenn man jetzt, ihr könnt nur bei Seiten sehr, sehr stark zusammendampfen, die Funktionsumfang sehr reduziert sind. Zum Beispiel ein One-Pager oder sowas, aber so wie ihr dann eben halt auch auf andere Plugins, Komponenten und so weiter zugreift, die dann eventuell Formulardarstellung brauchen oder sowas, dann müsst ihr das im Nachhinein dann eben halt immer aktivieren, weil es dann sonst irgendwie mistig aussieht. Und da für die meisten Projekte macht es dann keinen Sinn, dann eben halt so viel zu tun. Okay, neue Version von Bootstrap 4. Ja. Chemisch gesehen, Alkohol ist eine Lösung. Ja. Und was macht ihr dann eben halt? Da gibt es etwas, das nennt sich Custom CSS. Und da habt ihr die Möglichkeit, alles das reinzupacken, was ihr verändert, beziehungsweise am Stylesheet verändert habt. Ja? Und das ist ziemlich, ziemlich nett. Ich möchte hier auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, die euch leichter helfen, damit umzugehen, weil ich habe dann war am Anfang ein bisschen, ja, sag ich mal, duisbattelig. Und zwar hier in der Variables CSS, dann seht ihr dann eben halt die ganzen Farben, die angelegt worden sind, und die haben dann eben halt alle ein Default-Ausrufezeichen eben halt dahinter. Und die seht ihr zum Beispiel hier oben, ein Teil davon. Die habt ihr jetzt, könnt ihr in der Custom CSS überschreiben. Warum habe ich dann nochmal, ich könnte ja auch alles in die Variables CSS reinschreiben. Könnte ich auch die ganzen Veränderungen drin haben. Das Problem ist bloß einfach, die ist schlecht zu übernehmen. Und in der Custom CSS habe ich eben halt nur das drin, was ich wirklich verändert habe zu dem sozusagen ursprünglichen Zustand. Und das macht es eben halt auch leichter, die Sachen anzupassen. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr die Sachen überschreibt, dieses Default nicht mit einfach mitkopiert, weil dann funktioniert das nicht. Ja, dann kriegt ihr eine Fehlermeldung und wundert euch, scheiße, warum kompiliert das nicht? Ich habe doch eigentlich alles richtig. Und wenn ihr neue setzt, dann könnt ihr gerne auch das Default setzen. Ihr seht hier eben halt Deveso Blue, Deveso Gold. Da habe ich eben halt meine Firmenfarben eben halt mit reingenommen. Und kann durch diese Variablen, die kann ich dann eben halt überall referenzieren. Also kann dann sagen, you know, keine Ahnung, bitte stell mir hier die Linkfarben eben halt in meinen Firmenfarben Gold vor. Ne? Könnt ihr eben halt einfach setzen. Und da haben wir hier unten nochmal, das ist auch eine Mixen, Lighten oder Darken heißt das. Dann könnt ihr dann eben halt auch zum Beispiel jetzt sagen, für aktive Links oder sowas oder für einen Hoover von Link, dann soll eben halt eine Farbe genommen werden und einfach nur ein bisschen heller dargestellt werden. Und das ist eben halt wirklich nett, so kann man dann eben halt schöne Abstufungen machen, dass man sagen kann, so okay, keine Ahnung, besuchte Links sollen etwas dunkler dargestellt werden, dann nehme ich die Linkfarbe und sage einfach eben halt 10% dunkler, und wenn ich ein Hoover bin, dann soll das eben halt ein bisschen offensichtlicher sein, dass da was passiert, dann sage ich eben halt 10% leichter, und
kann das dadurch eben halt generell in meinem Farbschema relativ einfach halten. Und da haben wir eben halt so einen globalen An- und Ausschalter. Der sagt dann eben halt Enabled Rounded Fails. Nö, ich hab's gerne eckig. Und da gibt es eben halt einige Einstellungen davon, die dann eben halt, ja, sag ich mal, globale An- und Ausschalter sind. Das ist dann eben halt neu bei Bootstrap 4 und das finde ich eben halt auch wirklich sehr, sehr sexy. Was du wissen solltest, also du solltest schon generell wissen, wie Templates funktionieren. Ne? Also ansonsten natürlich auch ein gutes Projekt, um sich erstmal reinzuarbeiten. Aber da kommt dann eben halt schon so ein bisschen zu. Also du solltest wissen, was ein Template Override ist. Du solltest dich mit JA Layouts auskennen. Ne? Da seht ihr jetzt mal, da habe ich eben halt so. Ich muss ein bisschen dichter rangehen, ich kann das sonst nicht erkennen. Bootstrap 4, dann habt ihr eben halt im HTML, dann habt ihr die Overrides drin, dann seht ihr kommt Content, Article, Default und das ist eben halt wie der Standard-Content bei mir dargestellt wird. Ich habe dafür einen Override erstellt, weil Bootstrap verlangt natürlich ein bisschen anderes Markup, das heißt, ich muss dann eben halt dementsprechend die Sachen neu setzen und muss dann eben halt zum Beispiel hier in die Containerklasse dann eben halt Card reinsetzen und was ich mir dann auch immer dann eben halt noch mitgemacht habe. Ne? So. Es macht Sinn, dass in der Modules PHP eigene Methoden schreibt, um euren Rendering-Style einzusetzen. Da habe ich eben halt, achso genau, BS4 Module, also Bootstrap 4 Modul für die Darstellung gesetzt. Und wenn ich dann eben halt bei der Moduldarstellung bin, dann kann ich eben halt einen Style zuweisen und dann kann ich dementsprechend den aussuchen. Ne? Also das seht ihr dann eben halt, so sieht das dann eben halt im normalen Jumla Backend aus. Und das macht es dann eben halt relativ bequem, ohne dass man jetzt überall alles überschreiben muss. Ne? Hier seht ihr das eben halt, das ist eben halt jetzt kein Style zugewiesen, einfach inherit. Und da habe ich jetzt einfach dementsprechend den Bootstrap 4 Style zugewiesen. Viele Komponenten funktionieren. Sehen aber nicht gleich super aus, ne? Also weil es eben halt Unterschiede gibt, wo die Styles greifen, muss dementsprechend das Template angepasst werden, damit es dann eben halt auch wirklich hübsch ist. Leider muss die Navigation definitiv nachgebessert werden, also für den kompletten Navigationsbereich müsst ihr dann Overrides schreiben, weil die funktionieren gar nicht. Ja, also das müsst ihr wirklich neu machen, also da müsst ihr euch auf jeden Fall mit beschäftigen, wie funktioniert das und dann umsetzen. So, also Bootstrap ist eben halt immer noch jetzt Beta. Ne? Alte Internet Explorer werden nicht unterstützt. Und was ich festgestellt habe, so ein Template ist eben halt wie so ein alter Teppich. Da kannst du immer noch mal drauf klopfen, da kommt immer noch mal irgendwie ein bisschen Dreck raus, was dann irgendwie noch mal bereinigt werden könnte oder noch schöner gemacht werden könnte oder sowas. Ne? Also da würde ich euch sagen, setzt euch definitiv so eine To-Do-Liste, die abgearbeitet werden muss und den Rest überlegt mal, ob ihr den nicht auch ein bisschen woanders hinschieben könnt, weil da kann man doch wirklich sehr, sehr viel Zeit drin versenken. Bringt Spaß, aber ne, da passt ein bisschen auf. Die Versionssprünge sind relativ einfach von Alpha zu Beta, also beziehungsweise von Alpha zu Alpha und jetzt habe ich auch festgestellt, eben halt zu Beta eben halt. Es ist ein GitHub-Projekt, was ich eben halt ganz nett finde. Du kannst eigene Icon-Fonts sehr, sehr leicht nachrüsten. Und ich finde das auch ganz okay, dass du dann eben halt nicht gegängelt wirst.
du musst jetzt Font Awesome mitnehmen oder du musst das jetzt nehmen, sondern dass du das eben halt selber machen kannst. Und ja, die Struktur ist kürzer, ich finde auch logischer. Und ich mag eben halt diese globalen An- und Ausschalter. Die gefallen mir eben halt sehr gut. Dann Joomla X, je nachdem wann, wie, wo umgesetzt wird, kann eben halt auch bedeuten, dass das generell irgendwann alles obsolet ist. Weil ich sag mal, die Framework oder Design-Framework-Abhängigkeit eventuell dann von Joomla schon irgendwann von Haus aus gelöst wird, aber wann das soweit ist, da würde ich jetzt nicht warten wollen. Also würde ich schon lieber jetzt damit starten. Ne? Also wer auf den perfekten Moment wartet, verschläft ihn meist. Ja, also seit 2 Jahren setze ich Bootstrap 4 ein. Ich lebe noch. Also hat sich für mich bewährt. Wie bei allen, ohne eigene Arbeit geht es eben halt nicht. Und ich finde die Darstellung und die Struktur einfach besser. Ich mag das Arbeiten damit. Fragen? Ist das jetzt in Flexbox umgesetzt oder hast du immer noch Prozente da drin? Ist immer noch Prozente bei den Breiten der Spalten oder sind die jetzt schon in Flexbox? Also Foundation ist zum Beispiel in Flexbox umgesetzt, was ja auch diese Spalten hat. Wir können mal ganz kurz gucken. Kann ich hier. Danke, Kohl's, kann ich. Genau, ja, die Coils oder die Spalten. Wir haben jetzt Client in der 1, Coil in 2. Also ich habe jetzt just ganz. Ganz, ganz neu, das ist jetzt die Beta, die befindet sich jetzt, glaube ich, seit einer halben Stunde hier auf dem Rechner. Hier seht ihr übrigens, ne? Also Rounded, Shadows, Gradient, Transition und so weiter, die könnt ihr hier alle mit Schuh und Fails setzen. Ne? Also das war früher eben halt wesentlich umständlicher. Die müssten wir eigentlich Grid finden. Nur noch Ausgabe auf deiner Seite noch gucken. Siehst du, ob der Ordnung schon mal Google Flexbox Display hat? Oder? Nee, ich glaube, da ist kein Flexbox mehr drin. Genau, über deine 3 Boxen, die du da oben hast, oder über das Element? Justify. Ist okay. Na, also ist. Xbox. Ja. Und was ihr hier eben halt seht, da habe ich eben halt sozusagen die ganzen Assets drin. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir hier den Beta-Ordner einfach reingeflanscht. Habe dann hier in der Merge CSS einfach von dem hier meinen neuen Ordner reingesetzt, habe dann gesehen, ein paar Sachen sind an die Wand gefahren, die haben sich geändert, ist jetzt aber jetzt nicht allzu viel gewesen. Einmal, komm, genau, bup. Nee, wo habe ich dich jetzt bitte? Da, JD. Genau. Gray in der Alpha, da gab es dann eben halt Gray Dark, Gray Light, Gray Lighter und jetzt haben sie dann eben halt hier Werte genommen von 100 bis 900 für Gray. Das ist jetzt allerdings zu verschmerzen eben halt, ne? Und das könnt ihr eben halt euch relativ leicht oder schnell eben halt umschreiben, wenn ihr darauf eben halt gearbeitet habt. Also weil ihr kriegt einfach dann beim Kompilieren des Stylesheets eine Fehlerausgabe. Und dann könnt ihr eben halt genau sehen, wo es kneift und wo ihr nacharbeiten müsst. Na, und in diesem Fall war das einmal Gutter-Width, was sich geändert hat, und einmal Graudarstellung. So, und das war's. Ja?
Also da könnt ihr dann eben halt relativ schnell austauschen. Weiter, Peter. How did you find all the differences? Did you copy, when it was Alpha, copy the CSS file to another name and then use Beta and did it then, yeah. Then merge it? Yeah. Are we now comparing? Yeah, yeah. So I just changed the, also Peter hat einfach nochmal gefragt, wie, ob ich wirklich einfach nur dann den anderen Ordner geladen habe mit den Bootstrap 4 Beta-Dateien. Und das ist genau das, was ich gemacht habe. Ne? Also ich habe den einfach reingeladen und eben halt gesehen, was passiert. Falls irgendwas nicht kompiliert werden kann in den neuen Stylesheet, dann kriegt ihr eine Fehlermeldung. Und dann könnt ihr einfach gucken, woran liegt es. Und das, was einfach da war, dass dann eben halt die Variablennamen geändert wurden und das kriegt man dann relativ schnell raus. Also das war eben halt, wie gesagt, bei mir nur zwei Variablen, die ich anpassen musste. Next question. Okay. So, then, okay.